erstmal herzliches Willkommen zu meinem neuen Projekt Let's Play Advance Wars. Für alle diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen, ja, schaut einfach zu, ihr werdet schon früh genug sehen, was das ist. Bevor ich jetzt groß weiter rede, ich lasse erstmal das Intro laufen. Auch wenn ich finde, dass das ein bisschen catchy ist. Advance Wars, drücke Start. Ja, machen wir doch mal. Und hallo Nell. Willkommen zu Advance Wars. Gib bitte einen Namen ein. Ja, mach ich doch. Ich bin der Kilian. Oh, wobei, ich glaube, ich hab's klein. Kommt irgendwie besser. Das Projekt Giga. Schön, dich kennenzulernen, Giga. Ich bin Nell. Ich bin ein Co. von Orange Star. Spielst du zum ersten Mal? Nein, tue ich nicht. Ah, verstehe. In Advance Wars gebe ich der Kampfübung Hinweise zum Spielprinzip und der Strategie. Das beinhaltet auch die Erklärung aller Spielregeln. Legst du wirklich keinen Wert auf diese Unterweisungen, weiß ich, wie du sie überspringen kannst, aber möchtest du die Kampfübungen durchlaufen und damit profitieren? Ach, ja, machen wir einfach mal. Ich denke, das ist wirklich das Beste. Du gelangst im Spielauswahlmenü zur Kampfübung. Im Spielauswahlmenü befindet sich auch der Kampfmodus, ein Mehrspielermodus für ein Game Boy Advance. Außerdem findest du dort Verbindung für einen Modus für mehrere Systeme. Dann ist da noch die Kampfübung. Meistere dort alle Missionen von der ersten bis zur letzten. Wir beginnen mit Tropenorder. Viel Glück! Ja, so viel zum Thema Advance Wars. Advance Wars ist ein kleines rundenbasiertes Strategiespiel, das ich persönlich sehr gern mag. Allerdings scheint es hierzulande relativ unbekannt zu sein. Aber bevor wir jetzt hier weiter rumlabern, kommen wir gleich mal ein bisschen zum Einsatz. Wir befinden uns hier im Land von Orange Star. Östlich davon liegt das Land Blue Moon. Dazwischen den beiden Nationen herrscht seit Jahren ein erbitterter Krieg. Die Grenzgefechte fanden am Jahresende, als dieser wahnsinnige Olaf, der Co. von Blue Moon Olaf fiel plötzlich in Orange Star ein. Die Alara-Region ist nun also unter der Herrschaft des Blue Moon. Offizieren soll er erklären, dies ist deine Mission. Gebiete Olaf Einheit und dränge seine Truppen zurück. Ich werde dich anleiten. Ziehen wir los. Mission 1. Truppenorder. Tag 1. Die Alara-Region ist recht großflächig, weshalb Olaf dort nur wenige Truppen stationiert hat. Unter deinem Kommando stehen zwei Infanterieeinheiten. Die orangefarbenen Einheiten gehören zu dir. Die blauen Einheiten gehören zum gegnerischen Heer von Blue Moon. Besiege die Truppen des Gegners, um die Mission erfolgreich zu beenden. Gut, erteilen wir nun einige Befehle. Mit Hilfe des Cursors werden Aufträge erteilt und du bewegst Cursor mit Hilfe des Steuerkreuzes. Befehligen wir zunächst diese Infanterieeinheit. Setz du bitte den Cursor auf diese Infanterieeinheit. Machen wir doch. Du hast gerade eine sogenannte Auswahl getroffen. Das wirst du sehr häufig tun, wenn du Befehle erteilst. Wählst du eine Einheit aus, wird die nähere Umgebung hell hervorgehoben. Dieses Gebiet zeigt den Bewegungsradius der ausgewählten Einheit näher. Nähern wir uns zunächst mit dieser Einheit dem gegnerischen Trupp. Setze die Einheit auf dieses Feld. Bewege den Cursor hier hin und drücke den A-Knopf. Ja, das ist mehr oder weniger noch der Kinderfasching hier. Ist deine Einheit marschiert, erscheint dieses Menü. Wähle Warten an und drücke den A-Knopf, um dies zu bestätigen. Die Einheit hat nun eine andere Farbe. Das bedeutet, dass sie für diesen Zug keine Order mehr annehmen kann. Keine Angst, sie ist in der nächsten Runde wieder einsetzbar. Okay, verwende dieselben Manöver bei dieser Infanterieeinheit. Setze sie so nah wie möglich zur gegnerischen Einheit. Beide Einheiten haben ihre Züge für diese Runde beendet. Sind alle Order erteilt, wählst du Ende, um die Runde zu beenden. Drücke den A-Knopf auf einem freien Feld, um das Menü aufzurufen. Wie? Der Sternkopf von Orange Star? Ist die in die Alara-Region vorgedrungen? Ha, sie halten nicht lange durch. Meine Truppen dort werden leichtes Spiel mit ihnen haben.
Tag 2. Offenbar hat Olaf unsere Anwesenheit bemerkt. Seine Infanterieeinheiten schlagen diesen Weg an. Keine Angst, wenn wir Ruhe bewahren, werden wir keine Probleme bekommen. Nun soll diese Infanterieeinheit das Feuer auf den Gegner eröffnen. Wähle bitte diese Einheit. Infanterieeinheiten können nur bei direktem Kontakt mit dem Gegner das Feuer auf ihn eröffnen. Setze die Einheit bitte hierher. Machen wir doch. Siehst du jetzt den Feuerbefehl im Menü? Wähle bitte diesen Befehl an. Das ist der Cursor, mit ihm wählst du die Einheit aus, die angegriffen wird. Im Moment nur diese. Also drücke den Angriff, um das Feuer zu öffnen. Machen wir doch. Du hast dem Gegner Schaden zugefügt. Die Einheiten haben Zahlen erhalten. Sie geben die TP, also Trefferpunkte der jeweiligen Einheit an. Alle Einheiten beginnen mit 10 Trefferpunkten. Nehmen sie Schaden im Kampf, sinkt die Zahl ihrer TP. Sobald eine Einheit 0 TP hat, verschwindet sie vom Bildschirm. Siehst du, dass deine Einheit mehr TP hat als die gegnerische? Das liegt daran, dass die angreifende Einheit grundsätzlich einen Vorteil hat. Es ist keine gute Taktik, darauf zu warten, angegriffen zu werden. Du solltest den Kampf suchen und immer als erster das Feuer öffnen. Setzt du diese Einheit wieder unter Beschuss, sollte sie besiegt sein. Gib der anderen Infanterieeinheit den Befehl, den Gegner anzugreifen. Aber mit Vergnügen doch. Damit wären wir doch schon mal in der Überzahl. Gratuliere, jetzt ist nur noch eine gegnerische Einheit übrig. Hältst du dich an den Schlachtplan, kannst du diese auch schnell besiegen. Wähle Ende im Menü und setze den Angriff in der nächsten Runde fort. Was machen diese Kanaillen denn da? Wäre ich vor Ort, müssten sie keine solchen Erniedrigungen ertragen. Verfluchte Sternkopf von Orange Star, ich werde es besiegen. Tag 3. Du bist wieder an der Reihe. Und wir sind in der Überzahl. Einem Sieg steht nichts mehr im Weg. Doch warte einen Moment. Diese Einheit hat Schaden genommen im nächsten Kampf, nicht wahr? Beschädigte Einheiten büßen etwas von ihrer Feuerkraft ein. Besser, du öffnest das Feuer mit einer intakten Einheit. Los, gib deiner intakten Einheit den Befehl anzugreifen. Ja, das ist sehr schlau. Mit Hilfe des A-Knopfes werden Einheiten ausgewählt und Befehle erteilt. Widerrufe einen falschen Befehl, indem du den B-Knopf drückst. Merke dir das bitte gut. Da die gegnerische Einheit beschädigt ist, kann diese Infanterieeinheit sie angreifen. Marschiere zum Gegner und öffne das Feuer. Du hast alle gegnerischen Einheiten besiegt. Deine Mission ist ein Erfolg. Das war gute Arbeit. Was? Unfassbar! Das Land war mein! Wie konnte ich es nur so leicht verlieren? Das nächste Mal werde ich den Sieg davontragen. Gratuliere, Kilian, du hast gewonnen und jetzt siehst du den Rang, den deine Strategie dir einbringt. Tempo besieht sich auf die Schnelligkeit deines Sieges und Kraft auf die Zielrichtigkeit deiner Angriffe und Bewältigung der Feinde, wohingegen Technik in Bezug nimmt auf deine eigenen Verluste. Du hältst deinen Rang für jedes bewältigte Kampfgebiet und kannst so deine Leistung mit deinen Freunden vergleichen. Viel Glück bei deiner nächsten Mission. An dieser Stelle möchte ich gleich noch ein bisschen was anmerken. Also, Tempo bedeutet wirklich, je schneller ich die Mission erledige, desto besser ist das. Die maximalen Tempopunkte, das hängt von der Mission ab, die man macht. Das hat jede Mission quasi ein Tagelimit. Ab dem Zeitpunkt, wenn man das Tagelimit überschreitet, dann nehmen die Tempopunkte dann stetig ab. Kraft bedeutet, man muss innerhalb von einer Runde mindestens 10% der gegnerischen Armee in einer Runde besiegen. Ja. Doppelt gemoppelt, hm? Und Technik, ich darf maximal 10% meiner eigenen Armee verlieren. Wenn diese Limits überschritten werden, so fangen die Punkte langsam an abzunehmen. Daten speichern. Why not? So, machen wir gleich weiter. Geländekontrolle. Diese Mission gibt Auskunft über gute Deckung im Gelände. In den Alara-Bergen wurden feindliche Truppen ausgemacht. Sie wagen offensichtlich einen unbemerkten Einfall. Hinterrücks einzufallen, das sieht nach Olafs Praktiken aus. Deine Aufgabe ist es, diese Truppen aufzuhalten. Hier stehen 4 Infanterietruppen zur Verfügung. Auf geht's! Mission 2, Geländekontrolle. Tag 1. Gegnerische Mecheinheiten, mechanisierte Infanterie ist hier in Stellung. Das könnte ein Problem sein. Mecheinheiten haben größere Feuerkraft als normale Infanterie.
Mech-Einheiten können sich im direkten Kampf, können nicht im direkten Kampf besiegt werden. Du musst also das Gelände nutzen und dir Deckung suchen. Ich kläre dich über das Gelände auf, während wir marschieren. Wähle bitte diese Infanterieeinheit. Ups. Daneben geklickt. Wiederholen wir kurz das bisher Gelernte. Gib diese Infanterieeinheit den Befehl, das Feuer zu öffnen. Ja, das können wir ja mittlerweile. Einmal schön draufhauen, bitte. Exzellent. Okay, wähle diese Infanterieeinheit bitte als nächste. Bemerkst du einen Unterschied? Bisher lag der Bewegungsradius der Infanterieeinheiten bei 3 Feldern. In den Bergen wird der Radius kleiner, denn die Wegkosten verdoppeln sich. Das heißt, der Radius ist halb so groß wie auf der Ebene. Meinst du, Berge sollten deshalb gemieden werden? Das wäre ein fataler strategischer Fehler. Die Vorteile, die Berge bieten, machen die Wegkosten wieder wett. Du wirst verstehen, wenn du nur das Feuer auf den Gegner öffnest. Hör zu, greif den Feind an und wähle den Feuerbefehl. Machen wir doch, machen wir doch. Vergleiche nun die TP der beiden Infanterieeinheiten, die angegriffen haben. Die letzte Einheit erhält weniger Schaden als die erste, nicht wahr? Der Grund dafür ist die Geländebeschaffenheit, die sie bietet. Deckungsmöglichkeit. Du hast den Gegner von den Bergen aus angegriffen, nicht wahr? Diese Zahl zeigt den Wert der Deckung in den Bergen, eine 4. Die Ebene bietet eine Deckung von dem Wert 1. Je höher der Wert der Deckung, desto weniger Schaden erleidest du. Ist das verständlich? Gut, ich wusste, du bist ein helles Köpfchen. Öffne nun das Feuer auf die restlichen Infanterieeinheiten. Wähle Ende, wenn du fertig bist. Jo. Erstmal die beiden Infanterieeinheiten erledigen. Auch wenn ich diese Infanterieeinheit jetzt schön in die Reichweite des Gegners gestellt habe. Naja, macht nicht allzu viel aus. Und du greifst hier an und erledigst ihn hier. Und damit wären wir noch fertig. Dann lassen wir Olaf auch mal. Du hast also meine Truppen gesichtet. Gar nicht schlecht. Doch dieses Mal werden die Dinge anders laufen. Jetzt wirst du meine Mech-Einheiten richtig kennenlernen. Ich beobachte alles von hier hinten. Ich muss nicht persönlich zugegen sein, aber ich habe immer noch das Sagen. Die hauen ganz schön rein, die Mech-Einheiten. Haben trotzdem noch reingehauen, aber nicht so heftig wie da oben. Tag 2. Du bist dran. Mech-Einheiten können wirklich einiges einstecken, nicht wahr? Aber wie du siehst, hat eine Infanterieeinheit weniger Schaden erlitten als die andere. Weißt du warum? Es liegt an der besseren Deckung. Ja, das hast du vorhin schon erklärt. Vergiss das nicht, das ist wichtig. Denke auch daran, dass die Wegkosten der Einheiten differieren. Mech und Infanterie bewegen sich unterschiedlich fort. Die Wegkosten belaufen sich im Gebirge auf 2 bzw. 1. Setze den Cursor auf ein Feld und drücke die R-Taste, um die entsprechende Information über das Gelände bzw. Einheiten zu erhalten. Mit Hilfe der R-Taste informierst du dich also über Wegkosten und so weiter. Nun überlasse ich dir die Entscheidung über das weitere Geschehen. Sie haben zwar Mech-Einheiten, aber du bist in der Überzahl. Denke an das bisher Gelernte, wende dein Wissen gekonnt an und du siegst. Machen wir doch, machen wir doch. Und das, was wir bisher gelernt haben, ist von Bergen angreifen gut. Auch wenn unsere Einheit ein bisschen weniger Trefferpunkte hat, wir können da dennoch einen Vorteil rausziehen, da wir angreifen. Und die Sache ist im Wald, ich kann jetzt euch das hier mal zeigen, hier die Maus, da seht ihr eine Deckung 2, das ist auch besser als eine Ebene. Auch wenn es nicht so gut wie ein Berg ist. Können wir trotzdem nutzen. Und je weniger Trefferpunkte der Gegner, desto weniger Schaden macht er auch an uns. Das Ganze wird immer schön prozentual gerechnet. Eine Einheit mit 9 Trefferpunkten macht nur noch 90% des Schadens und so weiter. Seine Mech-Einheit hat jetzt noch 4 Trefferpunkte, folglich macht er nur noch 40% des normalen Schadens. Und ja, eine Einheit mit 1 Trefferpunkt macht nur noch 10%, also eigentlich fast gar nichts mehr. Und er traut sich schon gar nicht mehr angreifen. Oh, eines noch. Musst du den Kampf aus irgendeinem Grund beenden, kannst du speichern. Wenn du speicherst, musst du dieselbe Mission nicht wieder von vorn starten. Öffne bitte das Menü, setze den Cursor auf ein freies Feld und drücke A. Das weiß ich doch schon.
siehst den Sichern-Befehl, richtig? Falls du sichern kannst, du den aktuellen Spielstand speichern. Solltest du eine Pause brauchen, kannst du also dein Spiel unterbrechen. Ich überlasse dir die Entscheidung, ob du hier speicherst oder nicht. Gut, nur noch ein bisschen Arbeit und du hast Olaf besiegt. Aber handel dennoch nie überstürzt. Viel Glück und Abmarsch. So, ich muss nicht speichern. Ich spiele weiter. Die wäre erledigt. Und dann finishen wir die Einheit da oben noch. Und ohne Verluste gewonnen. Du hast es geschafft. Diese Einheit hat den Befehl hinter uns einzufallen. Dank deiner Planung erlitten unsere Truppen nur minimalen Schaden. Gute Arbeit. Weiter so. Ah, ein neuer Fehlschlag. Nach all der Planung wieder eine Mission in den Sand gesetzt. Nächstes Mal siege ich. Hier hat gewonnen. You don't say. Ein weiterer A-Rang. Ja, können wir speichern.